Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Pro Systeme Live Trading von und mit Thorsten Helbig. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns den Risikohinweis an, denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, unabhängig davon, was uns Thorsten heute zeigt. Okay, dann, lieber Thorsten, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg und du wirst es nicht glauben, ich wünsche dir auch viel Spaß. Ach, mein Lieber, ich glaube dir fast alles. So, genau um 48 wird die Hütte voll. Geht ja gar nicht, wir dürfen ja gar nicht eine volle Hütte haben, ist ja verboten. Und der deutsche Michel tut das ja auch ganz lieb, ganz brav. Guten Morgen in die Runde. Von unserer diesjährigen Sommertour. Wir sind letzte Woche dann endgültig gestartet. Nach dem letzten Webinar am Donnerstag haben danach noch eine kleine Familienrunde gedreht, bevor man sich ja doch ein paar Wochen nicht sieht, sollte man wenigstens die Enkel noch mal ein bisschen knuddeln, ne? Und die Kinder noch mal sehen. Und inzwischen sind wir durch Sachsen und über die polnische Grenze und sitzen jetzt in Schechlow in der Nähe von Lodz in Polen. Gut. Ja, ich habe noch alle Reifen dran. Wir haben auch versteckt geparkt. Aber so schlimm ist es hier nicht mehr. Wir haben vor 3 Jahren schon mal eine ähnliche Tour gemacht und haben da, bevor wir ins Baltikum eingereist sind, durch Polen, haben wir in Polen mal nachgefragt. Und so ein Platzwart haben gesagt, müssen wir auf irgendwas achten, müssen wir irgendwie aufpassen. Und dann meinte er zu uns, wegen Klauen und so, wegen Diebstahl. Ich sage, ja, weswegen sonst? Ach, so, aber es wird. Da macht ihr mal hier keine Sorgen. Die ganzen Schwerverbrecher sind schon lange bei euch und die kleinen Kriminellen, die noch hier geblieben sind, die lassen euch in Ruhe. Und so war es dann auch und deswegen sind wir hier völlig entspannt. Okay, ein Blick auf die Märkte. Dazu müssen wir als erstes mal einen Blick auf gestern werfen. Gestern Morgen hatten wir einen Plan. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt noch hier finde. Gucken, wo ich den gezeichnet habe. Weg ist er. Eigentlich hatte ich den noch hier drin. Da ist er. Da ist er. Ach so, das ist der von heute. Okay, dann machen wir das alles in einem. Habe ich einen falschen Chart genommen vorhin? Da. Das war unser Plan von gestern. Wir hatten zwei Runden. Eine nach unten zur 57. Da fehlt jetzt die Linie. Haben dann gesagt, wir sollten ein Stück hoch, dann nach unten durch. Alternative ist, dass er nach oben durchgeht. Diese Nummer hier gestern Morgen war an der 1.1262 im Tief. Und trotz des Hinweises unseres treuen Verfolgers Lutz, der meinte, die 62 kann schon lang, da kann man long, war ich im DAX unterwegs, habe leider diese Long-Position verpasst.
Die ist dann wunderbar nach oben gelaufen. Wer sie gesehen hat, konnte da schon sein Tagesziel erreichen. Oben hatten wir die 93 auf dem Deckel und wir sollten uns merken, mal hier unten die 62 und die 93, weil das waren die wichtigen Marken. Da haben wir sie noch eingezeichnet und haben dann hier unten, also ich nicht, ich habe es ja verpennt, die Long-Position nach oben, hier oben haben wir dann die Short-Position mitgenommen, wieder nach unten. Von hier unten ist er dann wieder hoch an unsere Long-Nummer. Und wir hatten als maximales Ziel oben, was war unsere Maximalmarke? Wer weiß es? Ich glaube, man hört mich gar nicht, ne? Eins, dreizehn, dreizehn war die Nummer, die wir oben shorten wollten, und 1,13,50 haben wir gesagt, sollte nicht überschritten werden. Das gucken wir uns auch gleich an, warum. Die hat dann gestern späten Nachmittag nochmal gemacht, nach dem Nachmittagswebinar, direkt danach. Im Webinar ist er hier hochgelaufen, hat dann unsere Marke hier oben geholt, die 42, und die haben wir dann auch benutzt, um nochmal zu shorten. Das schauen wir uns gleich an, wo die herkommt. Um nochmal zu shorten, von da aus ist er dann gefallen bis hier runter, bis an die 14. Das heißt, er hat nochmal gut 30 Punkte gemacht. Also es war genug Spielraum gestern, um das Tagesziel zu erreichen, obwohl wir uns mit unseren Positionen, unseren Reaktionsmarken immer gegen den Markt gestellt haben. Das Einzige, wo wir mit dem Markt waren oder wer mit dem Markt war, das war Lutz gestern früh. Und das war aber das Geschwätz von gestern. Jetzt schauen wir uns mal das Geschwätz von heute an. Wie gesagt, da wir unterwegs sind, wollen wir uns darauf konzentrieren, unseren Tagesplan schnell zu machen und auch morgens schnell zu erreichen, nicht wahr? So, wir haben hier eine Range, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Zack, jetzt hat er eine Linie gewählt. So, wir haben eine Range, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. 1,1259, das war unsere Marke gestern. Hier haben wir sie noch drinnen. Und diese Range zieht sich ja nur schon eine Weile hin, seit Mitte Juni, wie wir sehen. Da das Tief, da das Hoch, und dazwischen turnen wir rum. Gestern kurz oben drüber gelugt und dann wieder zurück. Aber die Verkäufer, die Bären, haben es nicht geschafft, das Ding wieder nach unten zu drücken. Jetzt ist der Ausbruch über Nacht im Stundenchart auch passiert. Und jetzt müssen wir uns die Oberkante nehmen, die wir uns merken müssen. Und das ist wiederum die 1,1350. Das heißt, der normale Plan für heute ist das? Eine Krähe auf dem Wohnmobil. Und ich denke, was turnt hier rum? Boah, jetzt habe ich Schiss gekriegt. Wenn ein Pole auf dem Wohnmobil irgendwas rumtappst und du siehst es nicht, schrauben Sie doch die Reifen ab. 1,1350 war keine Krähe, war eine Elster. So. Da. Und der sollten wir jetzt eine andere Farbe verpassen, damit wir sie auch wiedererkennen. Das ist jetzt die Oberkante von der Range, die wir hatten. Schittebuchs, genau.
So, ich sage mal, der normale Plan für heute wäre ja in diesem Fall, wenn wir jetzt die grüne Linie hier nicht hätten, ist es ja so, pass auf, wir gehen eventuell hier runter, gehen dann da hoch, dahin und dann darunter. Das wäre der normale Plan, der wäre heute aber leider Gottes falsch. Nach meinem oder aus meinem Blickwinkel kann ja trotzdem sein, dass es so kommt. Wir sollten eher diese Hochs hier jetzt als Widerstandslinie betrachten, auch wenn ich diese Begrifflichkeit überhaupt nicht mag. Da sollten wir aufpassen, was aber, ups, die darf ich doch nicht verschieben. So. Und sollten im Auge behalten, dass es das da schon gewesen sein kann. Was aber nicht ausschließt, die schieben man das zur Seite, die brauche ich noch. Was aber nicht ausschließt, dass er hier trotzdem noch mal kurz runter geht, um die Stops darunter zu holen. So, wir müssen uns jetzt mal angucken, welche Ziele wir haben, damit wir die auch einbauen können. Aber wir machen erst noch die blaue Route fertig. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir 12 bis 15 Punkte haben wollen, ne? So, dafür machen wir jetzt mal noch eine blaue Route. Ja. Die bis da gehen sollte. Wenn es jetzt so klingt, als wenn ihr was schnarcht, mein Hund ist auch müde. Und dann runter. Maximal bis dahin, aber aufpassen an der grünen Linie. Und dann nach oben hoch. Sollten wir hier jetzt die blaue Route beschreiten? Dann heißt das halbe Position, 1, 13, 87, dann 1, 13, 50. Und an der 1,1350 oder 1,1327. Das wird etwas hakelig heute. 1,1327 long. Mit einer halben Position, die Long-Position mit einer vollen Position, weil wir uns dann in die richtige Richtung begeben. Die rote Strecke da, die sagt
Long 1,1350 oder 1,1327. Eins 13,09. So, werden wir gucken, wer gewinnt heute, die Roten oder die Blauen. Dazu müssen wir schauen, wir haben diese Range, aus der nun endlich nach fast einem Monat ausgebrochen ist. Und wenn wir die jetzt nehmen und den Ausbruch duplizieren, dann haben wir ein Ziel als 100% Projektion. Na komm, wollte auch eine Marke sehen, von 1,1527. Auch nicht von schlechten Eltern. Das sollte das Ziel sein, mit einfachen Mitteln, einfachen Regeln, dass wenn so eine Range verlassen wird, dass man diese Range einfach oben drauf pflanzt und sagt, da kann er hin, da soll er hin. Der Ausbruch hier sollte noch die Bestätigung bringen. Deswegen ist der Lauf hier runter bis an die 46, bis an die 50 durchaus möglich. Ist nicht zwingend, der kann auch erst nach oben weg und dann runter, deswegen haben wir auch die blaue Route so gewählt. Das heißt, noch ein Stück weiter ausbrechen nach oben, um dann nach unten zu laufen, hier zu bestätigen, den Ausbruch zu bestätigen, eventuell sogar die Stops hier drunter nochmal abzuholen, da unter dieser Senke, da nochmal ganz kurz rein zu pieken. Und ein paar Jungs zu verarschen, um dann mit Schmackes, mit Musik davon zu wandern. So wäre der Plan. Nach einem Fehlausbruch sieht das jetzt nicht mehr aus. Der hätte spätestens jetzt Vollgas geben müssen und wieder zurück. Dazu ist er jetzt schon zu lange außerhalb. Wir sehen immer, wie er hier und wie er da und wie da der Markt auf die Kanten reagiert. Das hier war gestern klassischer Fehlausbruch, wo er ganz kurz drüber gelugt hat und sofort wieder zurück. Davon kann hier jetzt nicht mehr die Rede sein. So, dann schauen wir uns mal noch den Kumpel an hier. Mein persönlicher Freund wollte in den Plan von gestern. Na. Da ist unsere Reiseroute, die wir ihm gestern aufgedrückt haben. Den nehmen wir mal raus. Wir haben hier oben 12,659, 12,699, beides als Maximalmarken genannt, die er maximal anlaufen darf. So. Sonst kommen wir jetzt zu dolle durcheinander. So, diese Geschichte hatten wir. Wir haben hier einen Kopf. Wir haben hier eine Schulter. Da den Kopf, wir haben hier die zweite Schulter und wir haben hier einen Nacken, da ein Tief, mehr konnten wir gestern Nachmittag noch nicht zeichnen, weil mehr war ja noch nicht da, es war ja nur dieses Tief da und dieses Tief. Dann kam gestern das zweite Tief dort und damit haben wir, wir haben es auf Slack auch noch kommuniziert. Wir haben gesagt, sehen wir jetzt nochmal die 12.650, ja oder nein? So,
Und damit haben wir hier eine schöne, leicht fallende Nackenlinie. Nach Regelwerk heißt es, die rechte Schulter darf nicht höher sein als die linke. Wir haben hier zwei Anläufe, 1 und 2. Wir haben hier zwei Anläufe, 1 und jetzt über Nacht die Nummer 2. Und wir sind immer schön dann wieder darunter gelandet. Zwar knapp, aber immer schön wieder darunter gelandet. Das heißt, alles, was man hier jetzt handelt, stinkt nach stark fallenden Kursen bis an die 12.100, 12.050. Das wären 600 Punkte, die hier machbar sind. Wir haben diese Position in dieser Woche schon gestartet, schon am Dienstag früh, das heißt Montagnacht. Wir hatten hier eine Long-Position im Markt, da von der 12.700 kommen, da haben wir die gehandelt bis zur 12.810 und bei der 12.810 lag eine Short Limit mit 10 Punkten Rücklauf. Wir haben im Hoch die 17 gemacht und sind dann im Rücklauf bei 12.807 in den Markt geholt worden. Diese Positionen laufen noch und gestern haben wir sie aufgestockt. Oder ich habe sie aufgestockt, Entschuldigung. Ich weiß nicht, wer es noch alles mitgemacht hat. Wer ist von unserem illustren Haufen hier noch in der Position überhaupt investiert? Mal so als Frage. Jo. Geflogen bei 6,50, okay? Wir haben, nachdem er dieses Hoch gemacht hat und dann dieses Tief, die 12.470 war prädestiniert. Die hatten wir angegeben, das ist dieses Zwischentief. Hier hat er gestern ganz kurz drunter gepiekt, hat hier unten erstmal das abgearbeitet, was er abarbeiten sollte, um dann nach oben zu schauen. Und dann gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder er marschiert nach unten durch, dann wäre das hier das Hoch gewesen, dann wäre das schon die zweite Schulter, dann hätten wir eine leicht steigende Nackenlinie gehabt. So haben wir uns das gestern Nachmittag angeguckt. Dann wäre das die Nackenlinie gewesen. Jetzt haben wir aber dieses Tief gemacht. Hier, das war der Reiseplan gestern, den wir haben wollten, um dann nochmal hochzugucken, auch hier oben drüber nochmal alles abzuarbeiten. Und demnach stinkt dieses Muster regelrecht nach stark fallenden Kursen. Stops, haben wir gestern gesagt, müssen über die 12.700. Und wer seine Stops auf der 12.700 gelassen hat, über Nacht, der konnte auch beruhigt schlafen, weil von 12.807 kommen, den Stop auf 100 Punkte zu ziehen, ist sehr gut. Den ersten Move nach unten habe ich gestern schon genutzt, um ein Monatsziel zu realisieren. Das heißt, der Juli, den Juli haben wir schon ziemlich perfekt in der Tasche. Mit allem, was wir gemacht haben. Die Frage, wo würdest du aufstocken? Die Möglichkeit war schon mal da, hier, unter diesem Tief. Wäre es durchaus machbar gewesen, da schon mal drauf zu nageln. Je dichter man hier oben an die Schulter kommt, desto kleiner ist das Risiko für Positionen aufzustocken. Ich habe schon aufgestockt bei der 12.650, habe ich gestern auch kommuniziert. Meine Position ist jetzt groß genug, satt genug, dass das Ding schön nach unten durchfallen kann. Sollte er jetzt genau dieses Muster machen, ich mache auch das mal blau, gut, jetzt hier nach unten durchgehen, was sogar heute Vormittag schon passieren kann, um dann hochzulaufen an die Nackenlinie, dann wäre genau da ein schöner Punkt. Hier im Bereich der Nackenlinie. Wenn er durchgesackt ist, zurück, die Nackenlinie bestätigt, dann kann man aufstocken, wenn man das dann hat, oder
Andersrum, damit das keine Handelsempfehlung ist, ich stocke da nochmals auf, mache dort meine Position groß genug und dann ziehen wir diese Linie dahin und schon landen wir hier unten knapp unter der 12.080. Okay, das ist mein Plan und den lasse ich laufen. Wenn wir jetzt hier drunter, das heißt, wenn wir jetzt Kurse da unten drunter kriegen, 12.585, und so, also hier Kurse noch 25 Punkte ungefähr, wenn er da jetzt drunter fällt, dann kann man schon mal aufatmen. Und wenn wir richtig auf Nummer sicher gehen will, dann sollten wir sogar einen Schlusskurs im Stundenchart unter 12.530 kriegen. Unter 12.530 wandert mein Stop über dieses Nachthoch. Das heißt so circa 12.692. Fragen dazu? Wann willst du aufstocken? Wollte ich noch mehr ins Risiko gehen? Wolltest du nicht mehr ins Risiko gehen, oder? Oder was soll das heißen? Genau. Da drunter müssen wir fallen, damit wir eine saubere Geschichte hinkriegen. Das war gestern unser Plan. Hier runter, dann hoch und dann massiv fallen. Er ist hier ein kleines Stück tiefer gelaufen und ist auch hier ein kleines Stück höher gelaufen. Aber solche Setups, wenn er solche Peaks hier oben drüber macht, solche Peaks und dann gleich umdreht, unterstreicht es für mich eher, dass dieses Setup einer SKS. Auch wenn es laut den Lehrbüchern falsch ist, dass er da nicht drüber darf, weil das Regelwerk sagt, die rechte Schulter darf nicht höher sein als die linke, das ist sie hier. Für mich, von der Logik her, muss es sogar so sein. Und wenn das dann kommt, ist es für mich ein ganz klares Signal, dass diese Geschichte aufgeht. Wir haben ja heute erst Donnerstag, wir haben ja noch Zeit bis morgen, bis zur 12.081 und ansonsten würde es mich nicht wundern, wenn wir am Sonntagnacht oder am Montag bei der 12.081 eröffnen. Das ist jetzt mein Plan und den ziehe ich auch durch. So, jetzt schauen wir nochmal, wo haben wir denn unsere Route? Da. Hier wird es dann langsam doch interessant, da. Er hat sich nur mal ganz kurz aufgebäumt, um dann wahrscheinlich doch erstmal Richtung Süden zu gehen. An der 1.1350 hier kann es hakelig werden. Das heißt nicht, dass die hält. Dort müssen wir nur rechnen, wenn man logisch an die Märkte geht und nicht immer mit ganz wichtigen Berechnungen und so weiter arbeitet, sondern wenn man logisch daran geht, lauern da logischerweise die Order von denen, die ebenfalls diese Range sehen. Die Range ist jetzt 3 Wochen alt. In 3 Wochen wird so eine Range auch von vielen Händlern erkannt und wird auch gesehen und demnach wird sie auch viel genutzt. Ist ja ziemlich logisch. Und das heißt aber trotzdem, dass wir hier ebenfalls noch Positionen liegen haben könnten. Das heißt, wir müssen, wenn er hier jetzt eine Weile drauf rumpickert, hier an der 1.1350, was gleich passieren wird, hier so ein bisschen rumpickern, müssen wir damit rechnen, dass dann ein Spike nach unten geht, hier so wie die rote und die blaue Route, ein Spike nach unten und dass er dann sich langsam nach oben absetzt. Wir hatten auch Mal gucken, ob ich das noch finde. Nee, finde ich nicht mehr. Wir hatten
uns mal aus einem mittelfristigen Chart sogar mal die 1,1380 geholt, wo wir sagen, das wäre jetzt oben ein schönes Ziel, knapp unter der 1,14. Da waren wir hier unten an der Kante. Und dann haben wir gesagt, wenn er sich hier jetzt absetzt, hätten wir eine faire Chance auf die knappe 1,14. Habe ich, glaube ich, vor 3 Wochen eine Abhandlung drüber geschrieben. Die haben wir jetzt so richtig dran geglaubt, hat da, glaube ich, keiner, auch ich nicht. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Okay, viel mehr will ich euch heute gar nicht erzählen, will euch gar nicht viel länger hier festnageln. Wir hatten ja angekündigt oder vereinbart, wenn wir unterwegs sind, machen wir unseren Plan für den Tag und sehen zu, dann unsere Pünktchen hier zu kriegen. Ich werde hier heute nicht mit Limits arbeiten. Ich müsste eine Limit auf die 50 legen, müsste eine Limit auf die 27 legen, ich müsste eine Limit auf die 87 legen. Das ist mir heute ausnahmsweise mal zu heiß. Wir haben ziemlich große DAX-Positionen platziert, und wir haben unser Monatsziel im Sack. Wir haben gestern 2 Tagesziele im Euro-US-Dollar erreicht. Und dann muss man jetzt hier nicht mit Gewalt irgendwo versuchen, was zu erreichen. Um Euro pro gerecht zu werden, wenn wir solche Muster haben, so wie wir sie jetzt hier bekommen, dass hier unsere Wolke so jetzt, die wird jetzt gleich ein bisschen parallel laufen. Wenn die jetzt ein bisschen parallel läuft und wir genau in diesem Bereich den Spike hier runterkriegen, dann haben wir sogar eine faire Chance, wenn die sich nicht schneidet, sondern wenn sie nur ganz schmal wird und dann ein Stück parallel läuft, dann haben wir eine ganz faire Chance, dass sie sich danach richtig abhebt. Guckt euch mal an, wenn er hier parallel läuft, dass er dann hier volle Granate durchzieht. Hallo Thorsten, ich bekomme keine Einladung zu den Webinaren. Wir haben seit 1. Juli haben wir ein neues Quartal. Und einmal im Quartal muss man sich bei uns neu anmelden. Das ist bekannt. Wenn du dich nicht angemeldet hast, dann kannst du auch keine Einladung kriegen. Wenn den Link findest du in deinem Account und auf Forex Pro System auf unserer Webseite unter deine Produkte. Dort ist der Link drinne für die Anmeldung oder im Paternoster Club. Aber ich glaube, du bist kein Paternoster. Im Paternoster Club findest du es in deinem Paternoster Account. Dort kannst du dich für das ganze Quartal einmal anmelden. Pro Quartal ist immer eine neue Anmeldung notwendig. Okay. So, was macht der Junge jetzt hier? Da sage ich doch, der marschiert jetzt schön nach unten durch. Das Low haben wir schon bei der 82. Dann wechseln wir doch hier mal in den 5 Minuten. Na. Da dann noch unsere Linie, da dann noch unseren Plan. Er ist noch im Plan. Das darf er auch. Okay. Damit will ich mich auch heute schon verabschieden. Mal etwas früher als sonst, aber wenn wir auf Tour sind, wollen wir auch unser Kontingent nicht so belasten. Wir brauchen auch das Datenvolumen, müssen das ja nicht überlasten. Und dann glaube ich, sehen wir uns wieder schon nächste Woche. Und dann sind wir mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit entweder noch in Litauen, Lettland, aber wahrscheinlich schon in Estland. Das heißt, das nächste Jahr werden wir wohl dann aus Estland machen. Und dann hoffe ich, dass wir auch einen schönen Platz haben, wo wir mit Webcam arbeiten können, arbeiten
wo es auch Sinn macht, mit Webcam zu arbeiten. Das macht heute ja keinen Sinn. Wir sind bei Bekannten auf dem Fabrikgelände. Das macht jetzt nicht so wirklich Sinn. Aber die Technik habe ich schon getestet, die funktioniert. Wir werden dann nächste Woche wieder mit Webcam abmachen. Gell? Und damit will ich mich jetzt verabschieden. Lutz, wenn ich dir so fehle, dann schick mir eine Mail, dann schicke ich dir ein Bild. Und damit will ich mich jetzt auch verabschieden. Die Positionen hier sind platziert, die laufen. Da brauchen wir uns jetzt keine großen Gedanken machen. Und ich kann packen und kann Polen Richtung Litauen, Lettland verlassen. Wir wollen versuchen, heute noch Litauen zu erreichen, aber das ist eine harte Strecke von Lodz bis darüber. Vielleicht bleiben wir auch über das Wochenende noch in den Masuren bei den Mücken. Genau, du warst nicht da letzte Woche. Du hast ja auch einen Minuspunkt im Muttiheft. Das werde ich mal am Monatsende kontrollieren und deine Minuspunkte abzeichnen und schön von Papa unterschreiben lassen, ne? Okay. In diesem Sinne sage ich danke an Nelson. Danke, dass ihr trotzdem in den frühen Morgenstunden so zahlreich da wart und ziehe mich jetzt zurück. Sagt tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Vielen Dank, Thorsten, für das Webinar und natürlich weiterhin gute Fahrt und einen schönen Aufenthalt. Und an alle Teilnehmer, vielen Dank fürs Live dabei sein. War ja wieder super besucht und ich wünsche natürlich noch einen erfolgreichen Trading-Tag, morgen selbstverständlich auch und würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Also bis dahin, tschüss.